Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwert Center Band Challenge. Im letzten Part ist Folgendes geschehen und zwar haben wir die komplette Route erkundet Richtung Sir Chester, wo ja die nächste Arena schon auf uns wartet und haben auch viele neue, schöne Pokémon gefunden. Und gucken jetzt einmal ganz kurz hier um die Ecke, was wir hier noch finden und wir finden die Feldbeschichtung, okay? Gut, aber ich glaube, somit sind wir eigentlich auch durch. Ich muss mir nochmal ganz kurz mein Team anschauen, weil es hat, glaube ich, ganz schön gelitten nach dem, ja, dem letzten Kampf. Da ist sogar ein Pokémon besiegt worden. Da muss ich noch einmal ran, wie es aussieht. So, ein Beleber. Und da werden nochmal zwei Supertränke fertig. So. Das wird ja richtig spannend hier. Ich bin schon gespannt auf die nächste Arena. Wir werden wahrscheinlich auch in diesem Part herausfinden, was das für eine Arena sein wird beim nächsten Mal. Weil wir wissen den Typ noch überhaupt gar nicht. So, überhaupt nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das wohl sein wird. Hier sind wir soweit durch. Mehr ist hier nichts zu tun, ne? Ja, und dann gehen wir wohl mal durch. Und wir haben ja vorhin auch noch sehr, sehr coole TMs gefunden zuletzt. Das wird jetzt auch mal wichtig sein, hier alles mitzunehmen, was geht. So, Route 8 Dampfschwadenfahrt. Wir sind noch nicht ganz angekommen, so wie es aussieht. Nee, aber hier wird es so langsam eisig kalt. Was bist du? Ein Schnäppke? Schnäppke? Okay, gibt es da noch neue Pokémon? Sneebel und Schnäppke? Nee. Nicht so interessant, aber das Nibel will hinter uns her. Moment. Schnell dann vorbei. Okay. Sind aber bis jetzt nur die bekannten Eis-Pokémon, ne? Was bist du denn da hinten? Was bist du? Oh, du bist neu. Ein Smomnom? Ein Smomnom? Hab ich's richtig gelesen gerade? Was zur Hölle bist du? Er sagt vor allen Dingen. Ein Snomnom. Snomnomnom. Super, ich sehe schon die Memes. Oh, jetzt Level 42, Gott. Was ist denn mit den ganzen Leveln los? Ich habe das Gefühl, irgendwie komme ich gar nicht hinterher beim Leveln. Gleich neue Eis-Pokémon hier. Aber ja, gut. So, er hat noch einen Polizist mitgenommen und dann sind wir in der nächsten Stadt. Dann haben wir es auch geschafft hier. Hallo Arena Challenger, wenn du willst, stelle ich mich als dein Trainingspartner zur Verfügung. Dann mach das mal, das ist kein Problem. Nehme ich gerne alles mit. Matthias, was geht? Wieder den überglücklicher Polizist hier mit Arcani. Das finde ich sehr, sehr gut, dass du jetzt entgegenkommst. Dafür habe ich kein Mal mehr extra mit dabei. So. Was geht? So, Bedrohe erstmal, das finde ich jetzt nicht so cool, aber ich glaube, Felsgrab ist trotzdem stärker als Aquaknarre. Probieren wir es doch gleich mal aus. Jetzt echt geil, dass sogar die wilden Pokémon auch stärker sind als die Gegner-Pokémon, also so wie, und auch als wir. Das ist schon Wahnsinn, was die schon alles hier können. So, Felsgrab, das ist noch über die Hälfte, das ist gut, Initiative sinkt. Und ich hoffe, jetzt schneller zu sein. Wäre schon cool. Ach, jetzt kriege ich auch einen Hagelstein, stimmt. Da war ja was, jetzt ist es auf jeden Fall ein Tuit. So, bitte, triff und reich und sei schneller. Jawohl! Reichen wir es dann so oder so. Gut, perfekt. Und man sieht übrigens schon, der Felsgrab geht so langsam zu Neige. Der habe ich sehr, sehr oft benutzt jetzt auch, als Kamal hier vorne war. Da müssen wir wirklich gut aufpassen. So, mal wieder Hagelschaden. Was kommt's nun? Belektro wieder. Okay, da muss ich sowieso rauswechseln. Da muss ich mit Gautum ran. Keine andere Wahl. Belektro, die Weiterentwicklung von Voldi, wie wir auch schon wissen. Ist schon ein cooles Pokémon. So, aber Gautum macht das ja schon. Belektro ist da. Ist schon ein sehr, sehr cooles Pokémon geworden. Trommelschläge, hau das Ding weg. Oh ne, du bist schneller. Und paralysierst mich jetzt auch noch. Nein, okay. Ja, aber Elektro scheint ein sehr, sehr schnelles Pokémon zu sein, wie ich vermute. Also würde passen zu diesem Pokémon. Und ich war jetzt echt paralysiert. Wow, dankeschön. Okay, gut. Dann eben nochmal. Geht's jetzt? Wieso bin ich jetzt schneller? Ich glaube, er würde jetzt eine Attacke einsetzen, die Minus-Prio hat. Kann das sein? Okay, werden wir nie erfahren. Er hat wahrscheinlich Brüller eingesetzt. Ich vermute, es ist ein Brüller gewesen, deswegen wir schneller waren. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Würde ich jetzt mal vermuten einfach. Na, ist auch jetzt egal. Meine Pokémon haben sich so angestellt, aber bei dir hatten sie keine Chance. Viel Erfolg noch. Jupp, vielen Dank, alles klar. Aber wir haben es geschafft und sind damit endlich im nächsten Ort angekommen. Cool. Und hier schneit es bekanntlich. Sind hier vielleicht Eis-Pokémon unterwegs? Könnte das der Fall sein? Die Musik gefällt mir schon mal richtig gut. Eis-Pokémon. Das wird spannend, Leute. Ach, sag bloß, hier hat Flampion auch eine neue Form gekriegt. Du bist ein Eis-Pokémon geworden hier? Das gibt's ja nicht. Okay. Immer wieder was Neues, Leute. Das wird's jetzt aber interessant machen. Eis ist nämlich gar nicht mal so geil, wenn ich ehrlich bin. Also gut, Kamal, gut, dass wir es trainiert haben. Da wird Gestein viel helfen. Also wenn wir es auch benutzen, Kramort-Probleme. Aber gut, mit Stahl geht's. Also es ist neutral und Stahlflügel wird da trotzdem gut funktionieren. Gortrum geht nicht. Naja, das auch nicht. Und Porenta geht schon als Kampf-Pokémon. Das wird noch funktionieren. Ah, wir hatten schon schlimmere Arenen, sag ich mal. Aber wir werden mal sehen. So, hier ist noch ein Waggon. Gong. Aber erstmal wollen wir uns nochmal neu einrichten. Aber es sieht wirklich nach Eis aus. So wie ich es vermute. So. Erstmal wird gekauft hier. Was geht?
Ich möchte übrigens gerne nochmal neue Bälle kaufen. Kann gut sein, dass wir die nochmal brauchen werden, weil nochmal richtig coole Pokémon auf uns zukommen. Komm, ich gehe mal jetzt auf 20 Hyperbälle. Dafür haben wir das Geld. Dafür ist es da. Wir sind noch so gut unterwegs. Das passt dann schon. Also bis jetzt war die Challenge in Ordnung, so wie ich das vermuten würde. Habe jetzt noch keine großartige Schwierigkeit gehabt. Weil das uns nicht heilen müssen, ist bis jetzt noch nicht so oft vorgekommen. Also wir haben eigentlich nie wirklich das so dringend gehabt. Pokémon sieht auch ganz gut aus, würde ich mal sagen. Und Gordon muss ihn jetzt vielleicht nochmal paralysieren. Das werde ich jetzt nochmal tun. So. Ich weiß jetzt, ob ich nur noch 9 Paraheiler, ist aber nicht so schlimm jetzt. So. Gut. Aber zuallererst, Leute, werden wir jetzt erstmal die neue Stadt erkunden, würde ich sagen. Los geht's. So, hier ist auch schon der zentrale Platz, wie ich mal vermute. Da oben scheint, ist das ein Bahnhof? Sieht das richtig? Ich glaube ja. Sieht danach aus, was bist du hier? So, bla bla bla. Ach, du willst hier sogar mal was tauschen. Tut mir leid, habe ich hier nicht. Das ist ja eine coole Musik hier. Nom nom. Süß. Das Nom nom ist ja ein richtig cooles Pokémon. Okay. Was sind wir hier? Route 9. Oh, ein anderer Eingang. Es ist eine ganz neue Route, kann das sein? Lass mich kurz mal schauen. Weil eben waren wir noch auf Route 8, oder? Oder was ist das Route 9 gewesen? Nee, Route 8 tatsächlich. Jetzt würde hier zurückgehen. Und dann werden wir hier in Spikeford landen. Okay, dann lassen wir das erstmal sein und wir gehen hier noch nicht hin. Ich setze mir erstmal auf mein Fahrrad, das ist ja auch wichtig. Ich vergesse nicht mehr dauernd, dass ich das hab. So, auch hier ist der nächste Friseur. Wie es aussieht, das wissen wir schon. Da haben wir neue Läden, da ist eine Boutique. Nee, das ist eine heiße Quelle hier, kann das sein? Das ist gar kein Bahnhof, ich wollte schon sagen. So. Okay. Lass mich hier mal kurz gucken, was steht hier drauf? Eine historische Heroentherme. Der Held soll einst hier gebadet haben, um seine Wunden zu heilen. Okay, dann wird er tatsächlich gebadet oder anscheinend auch nicht. Ich weiß es nicht. Oh, da war übrigens der TM hier. Eisspeer. Moment, ist das die Attacke? Ja, okay, die kennen wir schon. Aber cool, meine Eisattacke. Und die könnte ein gewisses Pokémon bestimmt gut gebrauchen und vor allem mit Sicherheit auch lernen. Natürlich, das kannst du auch. Sehr gut. So, Eisspeer. Pulverschnee hast du, aber du bist. Okay, du bist auch eher Spezialangreifer. Aber Eisspeer kann auch funktionieren. Ist ja eh stärker dann auch als Pulverschnee. Ha. Damaschok ist auch nicht so großartig bis jetzt, ne? Ich glaube, ich nehme den Pflücker raus, oder? Eine Flugattacke brauchst du jetzt, glaube ich, nicht so dringend. Mit Eis und Elektro kannst du dich wunderbar wehren, ehrlich gesagt. Das ist schon echt so schon eine super Typenkombination. Aber du brauchst vor allen Dingen starke Stab-Attacken. Also stärkere. Eisspeer ist jetzt noch nicht so stark, würde ich mal sagen. Da wäre Eisstrahl noch deutlich besser und Donnerblitz auch. Aber naja, gut, dann eben erstmal noch nicht. So, hier ist auch schon das Stadion, Leute. War das ein Itemgrabe? Eine Itemgrabe? Nee, anscheinend auch nicht. Ich habe ihn nur verguckt hier. Gut. Irgendwas Besonderes noch hier? Ist noch ein Flapion in Eisform. Ansonsten ist hier nichts Besonderes, ne? Zumindest nichts, was storybedingt ist. Hier kann ich noch runtergehen. Moment. Wo bin ich denn hier? Was bist du? Ich weiß es nicht. Okay. Hier ist noch so viel zu erkunden, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber es sieht richtig cool aus. Es ist ein richtig schön designte Stadt hier. Muss man mal sagen. Gefällt mir sehr gut. Und dann kommen wir von hier aus dann wieder hier lang. Alles klar. Gut. Dann würde ich mal sagen, wenn wir nichts zu tun haben, gehen wir einfach direkt ins Stadion, oder? Wenn wir es können. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Anscheinend passiert sonst eben nichts. Gut, Sir Chester. Wir sind bereit für die nächste Station hier. So. Und was da toppt denn dazu? Na? Oh Mann, ich habe gerade eine riesen Palette angefahren. Okay. Meine Strategie gegen Gesteins-Pokémon. Ach, Gesteins-Pokémon, also doch. Gegen Gesteins-Pokémon war wohl doch nicht so ganz das Wahre. Dabei hatte ich sie noch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt, so ein Mist. Hier ist die Liga-Karte des Arena-Tests, gegen den ich gerade verloren habe. Wird besser einen guten Blick darauf, bevor du dich Herausforderungen stellst. Mac, okay. Doch Gesteins-Pokémon. Habe nichts gesagt, Leute. Ich muss mir derweil überlegen, was ich an meinem Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mit mehr Selbstvertrauen in die Sache rangehe. Jo, alles klar. Gut, Leute, ein Sockgesteins-Pokémon. Jetzt haben die mich hier total geblufft. Ich will jetzt erst nur meinen Ball abholen. So, was haben wir diesmal? Ein Mondball, cool. Nehme ich mit. So, bla bla. Gut, 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 gut. So, das will ich mir jetzt nochmal genau angucken. Erstmal die Liga-Karte. Wir haben ja schon so viele mittlerweile gesammelt. Aber kann ich daran auch wirklich mal sehen, ob es irgendwie welche speziellen Sachen gibt? Hier ist Mac, tatsächlich mit seinem Gesteins-Pokémon. Ja, man sieht daran aber nicht wirklich was, ne? Würde ich nur mal sagen. Auch geil, wie sie zum Teil unterschrieben haben. So, aber gut. Ja, das waren erstmal alle. Mehr will ich auch gar nicht. So,
Doch, Gestein. Okay, da kann ich aber trotzdem mit Kamaim erstmal starten hier. Team ist bereit. Aber dann sind wir super aufgestellt. Dann haben wir ja keine wirklichen Bedenken hier. Dann doch kein Eis. Dann geht's Richtung Gestein ran. So, Stein antreten? Ja, gerne. Dann wird er entziehen. Ja, ist kein Problem. Gestein ist also doch dran. Da bin ich mal auf die Siebterarena gespannt, weil ich habe den Namen auch vergessen dazu. Hier, nimm diesen Fallgrubendetektor. Du brauchst den für die Arena-Mission, okay? Fallgrubendetektor? Ich bin gespannt. Sehen wir uns das genau mal an, Leute. Starten wir mit der nächsten Arena-Challenge. Gestein ist angesagt. Die haben uns voll geblufft hier. So, und wir dürfen jetzt hier nicht in die Fallen tappen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt haben wir den Detektor dabei. Okay. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Nun denn, soll ich dir die Regeln der Arena-Mission des Chester erklären? Gut, dann habe ich ein paar kleine Worte zum Fallgrubendetektor für dich parat. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Während solch eine Fallgrube plumpst, wird zur zuletzt erreichten Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, je näher du eine Fallgrube bekommst. Mhm. Viel Erfolg. Okay. Schon mal gut zu wissen. Los geht's, Leute. Kannst du mich hören? Versuch mich zu erspüren. Okay, hier ist irgendwo eine Fallgrube. Was soll ich denn erspüren hier? Hier ist schon mal nichts, das ist gut. Hier auch nicht. Hier aber. Oh, 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 oh. Das ist ein Fallgruben hier. Nee, da auch. Ich muss anders lang gehen. Okay. Kann ich hier lang gehen? Ich kann hier lang gehen. Da sind auch Fallgruben. Oder auch. Wo muss ich denn lang? Da ist eine Fallgrube. Okay. Wow, okay. Wo muss ich denn lang gehen? Dann muss ich hier trotzdem nach links. Ja, die nächste hier. Wow, ernsthaft? Das heißt, ich muss hier irgendwie rechts lang, oder wie? Oder hier so? Hä? Wie soll das denn gehen? Da muss ich wirklich rechts lang? Aber da, die haben mir das alles angezeigt. Ach, gut. Okay, ich gehe trotzdem mal hier lang. Okay, aber da doch auch eine. Oder bin ich doof? So, lass mich nur mal gucken. Nee, hier, jetzt ist plötzlich keiner mehr da. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann hast du dich schon mal gewöhnt, dem Sir Chester-Steigerung zu laufen. Oh Gott, diesen Namen, ne? Den werde ich mir auch nicht mehr gewöhnen. Gott, Ina ist dabei mit ihren Gesteins-Pokémon und beginnt mit Sedimantor. Gut. Kriegen wir aber alles ohne Probleme hin. Das sollte keine schwere Arena sein, eigentlich. Kamaim wird hier erstmal alles zermalmen, was es kann. So, ich weiß selber, Kamaim ist sogar nicht mal das beste Pokémon dafür, weil es immer noch Aquaklare beherrscht, seitdem ich es gefangen habe. Das ist nicht wirklich was Großartiges und es wird auch nicht so wirklich viel Schaden machen. So, ich werde selber umso mehr Schaden kriegen hier auch. So, ich brauche wirklich mal dringend eine physische Wasserattacke. So. Ah, bespuckt. Sehr gut. Und das war's mit Sedimantor. So, hast du noch eins gehabt? Ich habe es nicht genau geguckt. Jedenfalls erstmal noch ein Level hat, ist gut. Fesselbiss, was ist das denn? Eine Unlichtattacke, okay. Ist stärker als Biss auf jeden Fall. Anwender und Ziel können nicht ausgetauscht werden, bis einer von ihnen unkampfunfähig wird. Der Effekt endet, wenn eines der Pokémon das Kampffeld verlässt. Interessant, okay. Ist besser als Biss auf jeden Fall. Fesselbiss. Nehme ich einfach mal mit. Gut. Ist kein Problem. Oh, okay, das war's schon. Gut, ich hab nichts gesagt. Du hast im Kampf selbstsicher gewirkt. Jetzt gib mir die Lichter auf. Bam, 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 bam. Okay, Leute, jetzt müssen wir ein bisschen mehr versuchen, hier mit den Detektoren hier klarzukommen. Ne, hier ist eine Wand. Wie soll ich denn jetzt lang gehen? So, hier? Anscheinend. Okay, gut, dann geht es so. Alles klar, habe ich nichts gesagt. Na, zeigen sich jetzt alle Fallgruben? Ja, da wären sie alle gewesen. Okay. Alles klar. Gut. Jetzt habe ich zumindest verstanden. Atme tief und konzentriere dich. Ja, oh, das wird jetzt richtig spannend hier. So, muss ich erstmal hier lang gehen. Hier. Nein, hier ist eine Fallgrube. Die zeige ich mir zu spät an. So. Okay, ich muss ganz einfach geradeaus gehen. Okay, das ist so easy. So. Nein. Auch nicht. Doch, hier lang. So, vielleicht hier so rum. Ja, alles klar. Gut, nächsten Deich. Kein Problem. Ich habe keine Lust mehr zu lesen. Ich will nur der Musik mitwippen hier. Caroline geht los jetzt. Mit Castellit, okay. Hier mit Wasser auch alles geregelt, würde ich mal sagen. Weil ich immer, wenn ja auch Pflanzen-Pokémon helfen. Also gerade Castellit ist ein Erscheins- und Käfer-Pokémon. Und das bedeutet, Kampf und Pflanze wird hier nicht sehr effektiv sein. Da müssen wir auch besser setzen. Das werden wir auch schon irgendwie hinkriegen. Kreuzschere. Oh, das kann schon richtig wehtun. Das ist eine starke Käferattacke. Ja, das macht wirklich Schaden. Vor allem kann ich ja wirklich nur ein Free-Hit ja rausholen mit der Aquaknarre.
Wenn überhaupt. Ich hoffe, ich schaffe das gleich. Tarnsteine. Jetzt komme ich schon richtigen Strats bei raus. Okay. Dafür sind diese Plateauschuhe gut gedacht, dass man das Pokémon reinholen kann, ohne dass es Schaden kriegt. Also ich vermute mal, dass es so gilt. Nein, komm schon. Na gut, Kreuzschere. Gut, mach das nochmal. Und dann kann ich dich nochmal vernichten, schlagen. Oh, das macht echt viel Schaden. So, Fesselbiss probiere ich jetzt mal aus. Mal gucken, wie es aussieht. So, Fesselbiss. Beiß zu. Boah. Okay, du bist jetzt eh tot. Aber ich wollte nur mal die Animation sehen. Das ist ja auch cool. Kann man ja mal machen. So, ist sehr schön. Caroline ist besiegt. Ach, hast du gesehen, wie toll die sind? Ja. Ein Wahnsinn, wie toll die sind. Bam, 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 bam. Erstmal heilen. So, wo habe ich denn hier die Supertränke? Da sind sie schon. Bitte. Muss erstmal für Kamaim reichen. Du brauchst auch noch am meisten Training. Nur falls du nicht auch Porenta reinholen, aber. Wer weiß, wie lange ich das noch behalten will, das Pokémon. Nee, ich muss hier lang gehen. Oder doch nicht. Ach, da war nur die. Die Fallgrube, wo ich sehe schon. Das heißt, hier kann ich lang. Ah, okay. Guten Tag, was geht? So. Wissenswertes für Mac-Fans Teil 1. Er zieht sich super an und sieht einfach klasse aus. Das ist ja unglaublich wissenswert, muss man sagen. Ist schon wichtig. So, Christopher mit Waggon. Okay. Du bist schon das Gestein Feuer-Pokémon, ne? Ja, ich glaube schon. Da können wir mit Kamaim jetzt einmal richtig hier Wasser dazugeben, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, ja, komm. Vor allem, wenn es vielfach effektiv ist. Bams! Reicht nicht mehr ganz aus. Aber jetzt kommt der Dampfvertrieb wahrscheinlich, oder? Ne, Tarnstein erstmal. Kannst du ruhig machen. So, das geht. Nee, kein Dampfantrieb, du hast eine andere Fähigkeit jetzt gerade. Na, ist auch okay. Hab nichts dagegen. Insofern bist du trotzdem besiegt. Gut. Tschüss, Waggon. Und Porenta geht Level und der Rest auch. Oh, das ist schön. So, das gefällt mir. Sehr gut. So, das wär's für dich. Wissen, was für mich ist. Es ist scheiße und auch noch charmant. Gut. Will keiner wissen. Lass mich immer noch weiter. Kann ich hier durchgehen? Hier ist. Lücke, das heißt, ich muss hier rum. Ich muss hier so. Ja, ich glaube, so habe ich es geschafft. Mal schauen, wo die alle waren. Hier mit drin, ja, okay. Oha. Die habe ich wirklich gut umgangen hier. Das war eng. Gut, alles klar. Jetzt wirst du weniger sehen können. Oh Gott. Ich muss weitergehen, auch wenn ich nichts sehe. Das ist nicht so toll. Oh, da geht's schon mal nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Kann ich hier lang? Ich kann hier lang. Ich muss wahrscheinlich auch hier lang. Hier. Ich muss weiter in der. Nee, doch nicht. Nein, nein. Oh, viel zu früh. Oh, schade. Aber ich glaube, das war der richtige Weg. Auch wenn ich überhaupt nichts sehe hier. Das Problem ist natürlich, die Fallgruben existieren ja jetzt schon. Doch, ich muss hier lang. Hier hoch. Ja, hab die erste Plattform geschafft. Ist ein Trainer? Nee. Hier ist noch eine weitere Plattform, okay. Aber hier ist ein Trainer irgendwo, wo immer er ist. Ach, hier. Alles klar. Da, da, bam, bam. Okay, müssen wir von hier aus eben weitermachen. Mal schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Werden wir dann noch sehen. Mogelbaum, let's go. Guten Tag, was geht? Kamaim, du darfst das Ding erstmal wirklich sauber machen. Bitte Aquaknarre und los geht's. So, ist das ein Turret bei diesem Fall? Leider nicht. Das gefällt mir nicht. Holzhammer. Oh, dabei machst du aber selber Schaden. Aber wieder, Moment. Fällt mir jetzt aus, dass es eine Pflanzattacke ist. Ach du Scheiße. Das war Schaden. Du machst aber selber auch schön Schaden. Das ist gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass jetzt eine Pflanzattacke kommt, die auch noch so stark ist. Hätte ich wissen müssen. Na gut. Dann haue ich hier nochmal wirklich nochmal einen Trommelschläge raus. Ich kann mich auch gut schlagen. Bams. Holzhammer müsste eigentlich Gottram eigentlich auch nochmal lernen können, oder? Das würde ja Sinn machen. Na, werden wir nachher je nachdem nochmal sehen. Aber gut. So. Das dazu. Gehen wir schon Erfahrungspunkte. Und wir müssen jetzt erstmal unser Pokémon heilen. Ich habe ihn zwar entdeckt, aber deine Schwachstellen leider nicht. Hab ich nicht. Bam, 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 bam. So, bitte einmal noch heilen. Ah, nee, ich muss erstmal. Belebe auspacken. Kamaim werde ich ja nochmal brauchen hier. So. So, und fast wieder voll. Sehr gut. Dam, babadam. So, kann ich hier weitergehen? Das sieht gut aus. Das geht nicht. Oh wow, direkt rein. Super. Zumindest bin ich jetzt hier und kann hier weitergehen. Hier vielleicht? Ja. Kann ich da durchgehen? Ne, kann ich nicht. Kann ich hier weiter? Ja.
Na? Ich muss hier hoch? Nee. Hier runter? Na toll. Nee, Mann, ich bin hier lang. So, hier kann ich so lang. Das ist eine Sackgasse, ist mir egal. Nee. Oh, das ist so ein großes Feld hier. Ach, ich springe jetzt einfach in eine Brut rein. Ist mir auch egal. Ach, was sollen wir machen? Leute, den Part werde ich jetzt so beenden müssen, weil die Zeit nämlich wieder um ist. Und dann werden wir wohl erst im nächsten Part hier die Fallgruben erstmal entdecken müssen. Mal schauen, ob wir hier noch durchkommen. Das wird keine einfache Sache. Aber wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. Bis zum nächsten Part also. Und dann schauen wir mal, ob wir die nächste Arena-Order zu uns kriegen können. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.